Ministerin der Verteidigung, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Dr. Bartels, zuerst einmal auch von meiner Seite und ganz persönlich ein herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit, für den Bericht, den Sie vorgelegt haben. Der Wir-Beauftragte ist eine Institution in Deutschland. Seit fast oder in über 60 Jahren steht er im Dienst, insbesondere der Soldatinnen und Soldaten. Und er legt den Finger, und das haben Sie mit dem Bericht aus dem Jahre 2018 auch getan, Sie legen den Finger in die richtige Wunde. Und darüber sollten wir gar nicht drum herumreden, und das will ich an dieser Stelle auch nicht tun. Wir haben Soldatinnen und Soldaten, gerade heute im Bundeskanzleramt, ihre Angehörigen, die Eltern, die Kinder wieder erlebt, die einsatzwillig und einsatzfähig sind, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass sie einsatzbereit sind. Und das bedeutet, dass sie ihre persönliche Ausstattung, insbesondere die Schutzausstattung, brauchen. Und das bedeutet auch, dass wir uns mit einem Grad an Einsatzbereitschaft, wie wir ihn auch jetzt im Bericht erlebt haben, nicht zufrieden geben können. Ich jedenfalls will das nicht tun. Und deswegen wird das Thema Ausstattung und wird das Thema Einsatzbereitschaft im nächsten Jahr eines der Schwerpunkte, das wir auch im BMVG bearbeiten werden. Und das bedeutet, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir auf der einen Seite natürlich die finanziellen Mittel brauchen, aber es bedeutet eben auch, dass wir die Verfahren und die Probleme sind ja beschrieben, sind erkannt. Mit den Reformen des BEIN gehen wir die ersten Schritte, um sie entsprechend auch zu beseitigen, dass wir diese Reformen auch vorantreiben. Das bedeutet, wir brauchen dezentralere Verantwortungsstrukturen. Da bin ich bei Ihnen, Herr Dr. Bartels, und wir müssen dafür sorgen, dass die ganze Liste an Mitzeichnungen nicht vor allen Dingen Freizeichnungen bedeuten und die Verfahren entsprechend komplizieren. Sie haben das Beispiel Kundus erwähnt. Auch mir hat sich es nicht ganz erschlossen, warum man ein Jahr braucht, um einen entsprechenden Turm zu bauen, den man in der Tat braucht, damit man rechtzeitig auch Warnungen aussprechen kann, wenn von Raketenstellungen der Taliban aus Kunduz heraus das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten in diesem Lager gefährdet wird. Wir haben Fortschritte erzielt. Sie haben die entsprechenden Gesetze erwähnt. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das, was in den Gesetzen Sie festgelegt haben, auch möglichst schnell so umgesetzt wird, dass die Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel von den Zulagen auch profitieren können. Und das Thema Einsatzbereitschaft, das Thema Stehzeiten in den Verwendungen beim Heer ist in der Tat ein Thema, das ich in meinen Einsatzreisen sowohl im Irak als auch in Mali als auch jetzt in Afghanistan noch einmal besprochen habe. Viele Kolleginnen und Kollegen waren ja mit dabei. Denn es ist in der Tat eine enorme Belastung, ein halbes Jahr von der Familie getrennt zu sein. Ich habe heute viele Familien kennengelernt mit mehreren Kindern, wo die Partner von jetzt auf gleich dann quasi Alleinerziehende werden. Sie bekommen Unterstützung, aber diese Unterstützung muss noch besser werden. Und einen letzten Punkt will ich zum Abschluss ansprechen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie deutlich gemacht haben, die Bundeswehr als Ganzes steht auf dem Boden dieses Grundgesetzes. Und deshalb ist es so notwendig, dass jeder einzelne Fall, bei dem es Zweifel daran gibt, ob er das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes wirklich verteidigt und dazu in der Lage und willens ist, dass jeder einzelne Fall aus der Bundeswehr aufgeklärt wird und wo es nötig wird, aus der Bundeswehr auch entfernt wird. Das ist die Aufgabe, die wir gemeinsam angehen. Für Ihre Unterstützung im Sinne der Soldatinnen und Soldaten darf ich Ihnen ganz herzlich danken. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht für die Fraktion der AfD der Kollege Berenger Elsner von Gronau.